Höfner. Strutz. Doppler. Strutz. Nicht im Abseits. Noch einmal Strutz. Tor! Tor! Der Thomas Strunz, der Benjamin mit 21 Jahren, der um seinen Stammplatz gezittert hat und der das Vertrauen des Trainers bekam, trumpft hier auf wie ein alter Profi, so als ob er 10 Jahre lang nichts anderes gemacht hätte, als im Europapokal gegen einen AC Mailand zu spielen. Thomas Strunz bringt die Bayern in Führung. Klasse gemacht, endlich einmal mit Doppelpass und schnellem Spiel. Die aufgerückte Abwehrkette von Mailand ausgetrickst und Strunz schießt das Tor. Noch 5 Minuten in der ersten Halbzeit der Verlängerung, nicht im Abseits. Borgonovo, Stefano Borgonovo, der Schütze des Ausgleichstor. Und das Stühlchen neben mir ist kaputt. Rüdfüllitz hat es beim Luftsprung ruiniert. Schnitzer in der Münchner Hintermannschaft, weit aufgerückt. Waren sie allesamt. Borgonovo nicht im Abseits, Mutterseelen allein. Hebt den Ball ins Tor. Da kann auch ein Aumann nichts mehr retten. Schön gespielt. Bender. Und späte Mann, zu Recht gerügt nach dem Hinspiel in Mailand. Alan McInerney, meine Damen und Herren, mit toller läuferischer Leistung schon bis dato in diesem Spiel, erzielt den Führungstreffer für die Bayern. Aber Bender gebühren mindestens 50% dieses Tores. Und jetzt geht's noch einmal auf. Andiamo,